Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Eine Blitzberatung. Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo, selbstverständlich anonym. Mein Honorar beträgt 10 Euro. Liebe Iridea, ich grüße dich. Du möchtest wissen, wie geht es weiter, privat, aber auch beruflich. Momentan fühlst du dich leer und so kraftlos. Und das klären wir bei dieser Legung. Wir Menschen haben Vergangenheit. Nicht nur die Kindheit, sondern auch karmische Erinnerungen. Von diesen Erinnerungen sollen immer das bewahren, was uns stärkt innerlich. Und all das, was Traurigkeit auslöst oder Tränen, das Loslassen. Die Erinnerungen kommen, die Gefühle sind da. Aber wir sollen damit nicht aufhalten, sondern immer hier und jetzt sein. So können wir das bearbeiten. Was ist bei dir? Was sollst du bewahren von Vergangenheit und was sollst du loslassen? Erstmal betrachten wir die Themen, wovon du verabschieden sollst. Und das ist deine Kindheit. All das, was dich stärkt, bewahren, aber wenn etwas noch dort offen ist und hast immer wieder mal Gedanken über die Vergangenheit, über deine Kindheit und es macht dich traurig, dann denke um, halte dich damit nicht auf. Und was sollst du bewahren? Dieser Kreuz zeigt dein Karma. Du hast ein gutes Karma. Deine Seele hat einen Schicksalsweg ausgesucht. Und dieser Weg leuchtet für dich. Das zeigt auch dein Glauben, deine Spiritualität, auch dein Glück. Hier blüht alles auf. Daran sollst du vertrauen. Daran sollst du glauben. Deine jetzige momentane Situation zeigt diesen Bär. Du brauchst Kraft. Momentan fühlst du dich aber noch kraftlos. Dein Lebensweg bewegt sich in die nächste Zeit hier und diesem Berg zeigt noch die Schwierigkeiten oder die Gedanken, was dich bedrückt. Und du befindest dich in einer Wandlung. Diese Schlange zeigt die Erneuerungsprozesse. Und wenn das durch ist und das vorbei ist, dann hast du wieder Kraft. Das kann auch deine innere Kraft, deine Überzeugungskraft bedeuten. Es ist auch möglich, dass eine Frau macht dir Schwierigkeiten und raubt deine Zeit und deine Kraft. Was ändert sich bei dir? Das zeigen die Bücher. Entweder ist es noch im Geheimen oder ist es eine Bildung. Das kann Seminaren sein oder eine Schulung oder die Schule des Lebens, wo du etwas lernst. Und genau das ist dieser Prozess, dieser Erneuerungsprozess, die Transformation. Oft handelt es sich dabei um die Gefühle. Gefühle wie Angst, Zweifel, Schuldgefühl loslassen und im Vertrauen bleiben. Im Vertrauen des Fluss des Lebens. Und das ist deine Zukunft, dein Schicksalsweg, wie hier das auch sichtbar ist, weil das ist für dich vorgeschrieben. Wo findest du dieses Glück? In die liebe Partnerschaft. Das begrüßt dich. Mit deinem zukünftigen Partner gemeinsam macht ihr diesen Lebensweg. Und was kommt beruflich? Das zeigt hier der Hund. Und das heißt, du findest deine Berufung und es bleibt bei dir treu erhalten und diese Veränderung kommt
Oder, was ich vermute, dass in Freundeskreis, Bekanntenkreis, bekommst du ein tolles Angebot. Und damit hast du auch Glück. Das zeigt hier diese Glücksklee. Deine momentane Situation, dein Energiefeld kann ich umwandeln auf Zahlen. Es sind die folgenden Zahlen. 1, 4 und 2. 1 bedeutet deine Kraft, dein Mut, deine Selbstdarstellung. Und mit dieser Kraft kannst du einiges bewegen. Und die Zahl 4 bedeutet, wenn das die richtige Richtung ist, weil dich das begeistert, dann kommt Sicherheit, Stabilität, Struktur. Und die Zahl 2 bedeutet Verträgen, dann hat das mit Beruf, Berufung was zu tun und bedeutet auch Zweisamkeit, eine feste Partnerschaft. Und genau das liegt im Weg. Und es kommt auch in eine fließende Bewegung. Hier reinigt sich etwas, klärt sich etwas auf und damit hast du Glück. Ich befrage jetzt mein Pendel. Hast du eine glückliche Zukunft? Ja, nein oder vielleicht? Wenn die Pendel nach rechts ausschlägt, bedeutet ja, du hast ein gutes Karma, was hier auch sichtbar ist. Wenn die Pendel nach links ausschlägt, bedeutet, ach, das klappt nichts. Wenn die Pendel stehen bleibt, bedeutet, du sollst warten, aber es ist alles so ungewiss. Das liegt so schief, das stört mich immer, versuche ich jetzt gerade biegen. Also die Frage ist, hast du eine glückliche Zukunft? Ja. Nein oder vielleicht. Die Bewegung ist Richtung rechts. Das heißt, ja, du hast eine glückliche Zukunft. Liebe Iridia, so könnte ich deine Frage beantworten. Ich bedanke mich für deine Treue. Ich bedanke mich für dein Anvertrauen, auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir viel Erfolg. Und alles Gute und alles Liebe. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.